Hallo und herzlich willkommen wieder zurück auf meinem Kanal. Nicht wundern, warum ich immer das Gleiche anhabe. Ich habe gerade mal wieder Zeit, ein paar Videos abzudrehen. Ja, und zwar, ich habe ein Tauschpaket mit der Ina gemacht. Sie hat auch einen Kanal, Ina I. Wenn ich es hinbekomme, verlinke ich den mal. Ja, wir haben uns ausgemacht, 15 Dinge, 16, 15, 16 Kosmetikartikel. Und davon glaube ich drei oder vier in der Pflegerichtung. Ich glaube, so war das. Ja, und meins ist angekommen. Sie hat mir deutlich mehr reingemacht. Und was für gute Sachen. Sie hat mir einmal eine Peel-Off-Maske von Cardiavera reingemacht. Sauerampfer- und Granatapfelextrakt. Ja, kenne ich nicht, habe ich noch nicht probiert. Für plus 25. Ja, ich bin über 25. Ja, dann auch Badesalz, kleiner Trostspender von TT Sept. Riecht ganz angenehm, finde ich. Bin ich gespannt, wie das ist. Ich nehme das ja sehr gerne. Dann von Altera einen Rainbow Highlighter in dieser Variante. Ich swatche mal. Sehr dezent, aber gefällt mir. Ich mag das dezent, das ist sehr gut. Ja, mal ausprobieren. Dann von Essence ein Eyeshadow und ja, Eyeshadow und Liner 2 in 1 Waterproof. In der, ich habe glaube ich eine andere Farbe davon. Oh ja, der ist schick. Der ist schick. Der gefällt mir. Muss ich auch gleich mal ausprobieren. Dann von Catrice ein Blush. Ja, der ist sehr rot. Ich muss mal gucken. Der könnte mir etwas zu pink sein, aber mal gucken. Als Lidschatten vielleicht, aber als Blush wird der mir, glaube ich, ja. Dann hat sie eine Blackhead, ja, so ein Pore-Stripes Maske reingemacht. Finde ich gut, habe ich auch selber. Benutze ich auch. Dann zweimal Beauty Balm, getönte Tagespflege. Nutze ich auch sehr gerne Tagespflegen. So getönt habe ich auch da, zum Beispiel von Skin Active Garnier. Die benutze ich sehr gerne. Dann Blushing Herz, Triple Baked Blusher in dieser Variante, der sieht schick aus. Der ist auch nicht so dunkel. Ja, wobei der ist noch dunkler als der dunkle, wenn man so mal guckt. Mal gucken. Ich kann ja mal mit dem Pinsel rein. Ich muss gleich mal Schluss machen. Doch mit dem Pinsel geht das. Doch, gefällt mir. Ist sehr dezent. Ich muss mal probieren. Ah, der schimmert ganz schön. Ja, das könnte fast ein Highlighter sein. Aber das sieht gut aus, ich finde. Doch, als Highlighter geht der. Über den Blush drüber, doch. Ist halt sehr rosa. Doch, das gefällt mir. Dann hat sie mir einmal Essence Liquid Highlighter. Finde ich gut. Benutze ich auch gerne. Meistens aber unter der Foundation von Essence. Dann eine getönte Feuchtigkeitspflege für helle Hauttypen. Finde ich auch super. Ich mag das.
von Nivea. Ich muss mal gucken, wie. Ja, ob die sehr dunkel ist. Nein, das geht. Doch, das geht. Ja, finde ich gut. Ich nehme sehr gerne getönte Feuchtigkeitspflegen, gerade auch im Sommer. Da benutze ich wenig Foundation. Deswegen finde ich das recht gut. Dann von Alverde. Mattierendes Puder. Ich bin ja jetzt nicht so der Alverde-Fan, muss ich mal ehrlich sagen. Muss ich gucken. Ich teste es. Und wenn es nicht, dann ja, wandert es weiter oder ich denke mal schon. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus. Es ist sehr dezent, finde ich. Ich probiere es und gebe euch eine Review. Dann hat sie mir von Colourpop ein Lidschatten in Lila. Der gefällt mir auch sehr gut. Der ist sehr dezent. Doch, das. Der gefällt mir. Sieht gut aus. Dann eine Eyeshadow-Palette von Rival de Loop. In dieser Variante. Finde ich auch gut. Ich bin ja so der braune Typ. Ja, hat man hier so ein Gold mit drin. Ich kann das euch mal swatchen. Ja, gefällt mir. Dann ein Braun und ein schimmerndes Braun. Doch, das gefällt mir. Für den Alltag nicht schlecht. Gefällt mir wirklich. Dann hat sie verschiedene Pinsel, auch von BH Cosmetics. Ein Blenderpinsel. Dann von nochmal ein BH Cosmetic Pinsel. Alles BH Cosmetic und von For Your Beauty, die finde ich ja auch gut, die hole ich mir auch selber immer. Ist von Rossmann. Finde ich super. Dann hat sie mir ein von Essence I Wanted Sunset Dreamers Eyebrow Pen reingelegt. Oh, doch, das könnte bei mir passen. Ich probiere es aus und gucke. Dann zwei Lippenstifte, einmal in Rot. Finde ich gut. Sehr gut, ich finde Rot sehr, sehr gut. Und einmal so im Rosé-Ton. Dieser finde ich auch top. Dann zwei Lip Liner. Einmal von Essence hier in so einem helleren. Diese Variante. Und einmal ein bisschen dunkler. Finde ich auch super. Dann von Essence von den My Must Have. Ein schimmriges. Finde ich gut. Oh ja, der ist richtig. Oh. Der ist richtig gut. Sieht man das? Der schimmert. Doch, der sieht cool aus. Das ist Go Goldie Eyeshadow. Finde ich gut. Gerade für die Übergänge. Dann nochmal von Rival de Loop. Young, ein braunes, glitzerndes. Ich gehe mal rein. Auch sehr dezent, gefällt mir. Ja, das gefällt mir. Und von BH Cosmetics, und die wollte ich mir erst bestellen. Ich wollte sie mir bestellen. Ich dachte, nein. Ich wusste jetzt nicht. Ach, ich dachte, nein, bestellst sie nicht. Und einen Tag später, wo ich es machen wollte, kam ihr Paket an und da war diese drin. Das fand ich richtig gut. Ich meine, ich bin nicht so der Blautyp. Das ist aber auch die einzigste Farbe, die mir nicht gefällt. Aber da habe ich mich richtig gefreut. Wie gesagt, ich wollte sie mir eigentlich bestellen und dann kam ihr Paket an und ich muss mal abdecken, sonst blendet es. Kam ihr Paket an und dann mit der Palette hier. Fand ich cool. Da habe ich mich sehr gefreut.
Ich muss mal ein paar swatchen. Oh. Gold. Was gibt es hier noch? So ein Bronzeton. Wartet mal, ich muss mal ablegen. Oh ja. Bronzeton. Dann ein Braun. Ja, das gefällt mir. Und das sind auch ein Highlighter und ein, ich glaube, ja, Highlighter drin und ein Konturprodukt. Ich muss gleich Schluss machen, mein Sohn wird wach. Das Contouring ist auch super, das passt gerade zu mir. Das ist nicht so dunkel und lässt sich gut verblenden. Und der Highlighter ist auch gut. Ja, der ist super. Also die gefällt mir wirklich sehr gut. Ich danke dir, Ina, und ich hoffe, dir haben meine Produkte auch etwas gefallen. Und ja, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu tauschen. Wie gesagt, ich verlinke ihren Kanal mal bei mir. Ich hoffe, ich kriege das hin. Sie heißt bei YouTube Ina I. Ich hoffe, ich kriege ihren Kanal ja verlinkt. So, und dann war es das auch schon mit dem Tauschpaket und ja, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!